Ja, ihr könnt auch sonst noch weiter, ja, würfelt sonst gerne Initiative aus, wenn ihr irgendwann in den Kampf einsteigen wollt oder so. Was wird passieren? Die Hunde, einer bleibt hier, der andere wird dann auch um das Haus herumlaufen, denn er hat etwas gehört, natürlich. Dann zwei Irrhaken-Gardisten bleiben hier, andere zwei gehen um die andere Häuserseite herum. Der bleibt hier und der bleibt hier. Die anderen beiden gehen hinein. Und zwar, sie haben irgendwas gesehen. Sie laufen erstmal in die Mitte und schauen sich um. Das ist eine Aktion Position und die rennen los. Die sind gerade losgerannt. Wir fangen an mit der 18, Jalan. Wenn ich die Jungs rennen höre, möchte ich dann natürlich fort. Und bewege. Wenn ich mich still bewege, wie ist dann meine Reichweite? Also leise. Unauffällig. GS. Einfache GS für Also zwei. kann ich. Für zwei Aktionen einfache GS. Zwei Aktionen, einfache GS. Ich bin auf einem grasigen Untergrund. Was auf dem Grasigen kannst du natürlich auch versuchen zu rennen, ne? Also, das ist dann kein Sprint, aber. Wie sind deine Behinderungen? Ich hätte gern für zwei Aktionen zweifache GS. Ja. Denk an deine Behinderung, du bist wie gesagt gepackt. Ja, die ist eingerechnet und dann die Karte ist 1 zu 10, ey? Genau. Sind jetzt 14 Meter. Ja, das wäre richtig, aber kann ich. Weiche ich erstmal hier hinter dieser Ecke aus. 14. Da kommt zurück. Ah! Also der Schritt. So, 14 Meter. Gut. Dann machen wir weiter mit dieser Runde auf der 18. Mach das ruhig noch ein bisschen größer. Ich habe noch ein bisschen Platz, den ich ausnutzen kann. Ja, ich möchte den anderen bedeuten, dass wir uns so hier in diesem Eck verstecken sollen und falls sie halt um die Ecke kommen, dann hauen wir sie nieder. Dann Du würde hast ich mich natürlich dort hier hin. die Tür, ne? Dann bist du für einen Hauch. Für einen Hauch bist du dann ohne Deckung. Wollte ich nur ansagen. Danach könntest du dich natürlich wieder hier in diesem kleinen U dann verstecken, ne? Die sind auf der Suche. Ja. Ja, das ist schon okay, aber ich meine, ja, sonst. Warte mal, hatte ich eigentlich schon das gesamte Erdgeschoss von diesem Haus durchsucht oder noch nicht? Na, also, Nur ich hatte ja die nach der Luke Werkstatt. Du bist geguckt. hier runtergekommen und hast jetzt in der Werkstatt hast du jetzt nach der Luke gesucht und nichts gefunden. Und der andere Teil dieses Gebäudes war das hier zumindest, hast du jemanden schlafen hören und was hier hinten ist, weißt du nicht. Es kann halt Küche sein, was da eben noch fehlt. Aber das ist auf alle Fälle dann für Bewohner hergerichtet und nicht unbedingt zum Arbeiten. Also hier natürlich die kleine Werkstatt, aber der hintere Teil, da fehlt eben noch komplett Abort und Küche. Das letzte, das wir von Jalan gesehen haben, war, dass der sich hinter einer Hausecke gedrückt hat. Du hast gesehen, wie er den Wagen angeschoben hat. Das hat gequietscht, er hat sich hinten reingeworfen und dann ist irgendwas passiert, ja. Boah, natürlich auch Kacke. Na komm, dann gehen wir doch besser rein. Vielleicht wollte er die Ablenkung für euch. Ja, also ob Dass wir der die jetzt extra gemacht. draußen im Haus jemanden niedermachen oder nicht, ist ja egal. Dann winke ich den anderen, mir nachzukommen ins Haus. Passiert erstmal nichts. Jalen ist durch, Iserun ist durch. Dann bewegt sich der Lord grob nur an das Tor. Mehr hat er aktuell noch nicht zu tun. Der wartet auf seine Leute. Dann habe ich hier die Bewegung. Die rennen. So, was haben die für eine GS? Ich sag mal mit Behinderung 6 mal 3. 6 mal 3 sind 18. Habe ich hier 18. Habe ich hier drüben 18. Und dann ist Rafim. Okay, Isarun ist jetzt aber erstmal stehen geblieben, das habe ich richtig verstanden. Ins Haus möchte ich. Also ich habe euch das auch so bedeutet. Ich dachte eh, dass wir schon im Haus sind, aber ja, Ja, ich genau, möchte auch ins ihr Haus. steht gerade in der Werkstatt. Im Ja, richtig. Ja, Türraum. okay. Ja, da würde ich jetzt auch erstmal abwarten und gucken, was passiert. Tür ist natürlich offen, ne? Das möchte ich nur dazu sagen. Ja, Ja, aber. aber wenn wir die jetzt schließen, wird das ja auch als Bewegung wahrgenommen. Also, Definitiv. genau, Ich von sag nur, daher. die Tür ist offen und das ist unnatürlich. Also die werden das. Irgendwann werden die das untersuchen. Nö, ist ja schön, dann beruhigen sich hier. Gut, dann ist Rafim fertig. Nächste Kampfrunde. Abelmir, würfel gerne noch Initiative. Hab ich Entschuldigung. schon.
16. So, da stehst du. Okay, gut. Jetzt kein Wunder, aber mir 16. Ich würde mir jetzt mal umgucken, ob ich eine leere Wand finde, an der man sich hinstellen könnte, die ohne Fenster ist. Also zum Beispiel die Nordseite hier hat die. Sind da Fenster drin? Nordseite, Fenster, ja. Wie sieht's hier mit aus? Mit der Ostseite? Da sind keine Fenster, da ist Mauer. Dann. Habe ich noch eine Aktion, um was zu machen? Oder? Ja, klar, wenn du willst. Ich würde mich umgucken, auch nach Versteckmöglichkeiten. Ja, gut. Sinnesschärfe? Versteckmöglichkeiten wird sicherlich viele geben, zumindest hier. Du kannst auch weiter durch den Flur rennen und. Kommt jetzt drauf an, also ich gebe dir hier innerhalb des Hauses, gebe ich dir erst einmal eine minus 3 und. Wenn es dann drauf ankommt, dann darfst du gerne deine Sinnschärfe. Also gute Versteckmöglichkeiten, nicht Wandschränke oder was? Ja, würfel eine Sinnschärfe. Ohne minus 3. Ganz normale Sinnschärfe. Ist dunkel, ich könnte jetzt nochmal eine Dunkelheitserschwernis geben. Das sieht alles erstmal gut aus. Ja, so hinter irgendeine Werkbank kauern, dann so ein bisschen mit dem Wandvorhang oder sowas arbeiten. Oder irgendwie einen Korb über dich rüberziehen, so einen großen Weidenkorb. Sicherlich ein paar kreative Sachen. Ich würde mich umdrehen und den anderen nochmal Attack was signalisieren. Komm zu mir, gut. Dann kriechen wir zu dritt in den beiden Korb. Nein, an die Wand. Iserun hatte eine Doppel-1 bei der Sinnschärfe. Ich lasse das immer nochmal gelten. Und wenn du jetzt dran bist, ich gestehe dir mal eine Magieprobe zu. Magiekenntnis. Was war das für eine Spezialisierung? Magische Analyse und Dämonologie. Ja, ich gebe dir die Analyse. Bist du Zayat? Ja. Wie hoch? Wie gut? Moment, sprechen, ne? 8. Du hörst, dass der Offizier mit einem Bewegungsstören anfängt. Okay. Solltest du jetzt mit einem Ignifaxius oder Ignisfero anfangen, dann explodiert er direkt an deiner Hand. Faxius nicht, hat keine Bewegung. Genau. Ja, okay, aber der Ignisfero auf alle Fälle, weil das Telekinese ist. Das ist wahr. Alles klar. Hinweis von mir an dieser Stelle. Das wäre ansonsten Gruppenwipe. Ey, ich bin nicht bei der Gruppe. Nee, das ist richtig, aber wenn so ein Ignisfero in deiner eigenen Hand explodiert, das ist normalerweise ungesund. Ich wipe einsam und alleine. Also er fängt an zu zaubern. Ja, alles klar. Jalan. Ich bewege mich. Also, Frage. Warum kann ich nicht. Also, war das hier oben Durchgang oder ist das solide? Das ist solide. Du bist. Schiebst du mir bitte die Inni-Leiste nach unten. Weit nach unten, ich werde Platz brauchen. Damit kann ich arbeiten. Lass mich noch was messen. Einfach nur nach unten. Nicht, aber. Kann ich hier zwischendurch? Siehst du, wo ich mich gerade hinziehe? Kann ich hier zwischendurch? Nimm mal weg. Den Token. Nee, das ist irgendein Anbau, irgendeine Verbindung. Dann möchte ich mich wieder schnell, aber nicht rennend hier unten in diesen Busch schmeißen. Kann ich Athletik machen, um meine Reichweite messen zu erhöhen? Ja, klar. Dafür ist Athletik da. Kommt mir jetzt was an. Das wird's beschissen. Oh, jetzt wird's fies, weil jetzt habe ich Sichtlinie auf dich. Jetzt durch den Baum durch? Ich weiß es nicht. Ja, das werde ich jetzt gleich mit der Sinnschärfe entscheiden. Ab 40 Schritt, nachts. Na Moment, ich habe hier eine höhere Initiative, ich kann auch vorziehen. Ja, wenn sie vor ihnen ziehen, dann ja, aber so okay, würde ich nicht sagen, dass sie ihn sehen. Aber wenn du sie gucken entweder dahin oder da gegen das Ding. Ich gebe mal eine Würfel, eine Sinnschärfe und dann entscheide ich das mal. Boah, sieht schon ganz gut aus. Es ist eine 17 drin, das ist jetzt nicht so. Das ist eine 17. Ja, die laufen nicht mit 7er Werten rum. Aber Mondlicht ist plus 4 schon mal bei Lichtverhältnissen. Dann gib mir mal eine sich verstecken Probe. Ich verstecken, Probe. Die kannst du kriegen. Doppel 1. Müssen wir nicht diskutieren. Müssen wir nicht diskutieren. Was hatte ich eben gesagt? 18 Meter, ne? Mhm. Ja, 18 Meter. Dann laufen sie hier hin. Wir müssen auch nicht weiter diskutieren. Würfel einfach deine Probe, anstatt hier irgendwie zu reden und. Ne? Doppel 1. Gut. Kann ich mich mit der Doppel 1 dann auch in den Busch verstecken? Ja, du bist in dem Busch drinne. Okay. Solange du dich aus dem Busch nicht rausbewegst, bist du safe. Okay. Jalan ist durch. Isarun darf noch. Genau. Warum sonst? Ja,
Nö, ist ja gut. Also ich meine, ich würde dann noch Abel mir auf Attack sagen, weil ich, also mit zwei kann ich mit Sicherheit nicht Telekinese sagen, aber ich würde dann sagen, nicht zaubern. Nicht zaubern. Ja, und dann möchte ich mir wieder so irgendwie ein, zwei lose Gegenstände schnappen und über die Stiege nach oben in dieses Halbstockwerk gehen. Okay, ja, Treppe hoch. Ich sehe gleich, was machst du da? Ja, ich ignoriere Abel mir geflissentlich. Ja. So, dann gibt's eine Meldung von den Ehrengedisten. Mein Lord, Bewegung am Fuhrunternehmen. Und damit geht zumindest der erste. Geht, er hat alle Zeit der Welt hierhin und der andere geht hierhin. Die Meldung kommt an, das heißt, der eine Ehrengedist, das wird hier bleiben, wird seinen anderen Kollegen Meldung machen. Der andere zaubert noch, warte mal, der hat das schon angefangen zu zaubern, Bewegung stören, dauert zwei Aktionen. Dann ist die nächste Kampfrunde, aber mir 16. Ich würde ein Aus Nasus, also ich stell mich an die Wand und wirke ein Aus Nasus, sodass die Wand sozusagen, also dass ich mit der Wand verschwimme. Dass ich sozusagen meinetwegen einen kleinen Vorsprung von diesem Wandschrank, ja, wieder steht. Mit dem Aus Nasus kriegst du ja eigentlich alles hin. Ob das jetzt, kannst dann die perfekte Illusion da schaffen. Kommt natürlich auf die Probe an. Genau. Würfel mal, wie lange dauert der? Dieser Zauber dauert exakt 5 Aktionen pro Komponente. Okay. Ich muss ja bloß visuell, also eine Komponente. Ja. Das ist eine Plus-Minus-Null-Probe. Aus Nasus Oculus. Aug und Nas und Ohren ein Verdruss. Genau, das Tolle an magischen Gildenzaubereien ist ja, dass du deutlich sprechen musst. Und das ist die Sinnenschärfe-Probe. Die Realitätsdichte ist 5 plus ZFP schon halbe, oder was ist das? Nein, die ist ZFP halbe plus 7. Plus 7, dann bist du bei 8. Exakt. Gut. Dann ist deine Aktion durch mit der 16. Ich ziehe meinen Ehrhaltengedisten vor. Und er macht Meldung. Mein Lord, Zauberei im Urunternehmen. Lautes weiteres Gebrüll, das Alarm von einer anderen Stimme. Sie sind im Vorunternehmen. Das war das Vorgezogene. Er bleibt da stehen, beziehungsweise er steht sich hier hin. Also ja. Muss ich schreien? Ich liege das gerade. Laut und deutlich. Heißt immer Lautstärke. Laut und deutlich, also ja, deutliches Aussprechen. Die sind doch 10, 15 Meter entfernt. Genau, und ich habe gewürfelt 2, 5, 8. Alles klar. Ich hab's gewürfelt, das ist ja, ein Schärfer-Höre, ne? Das ist ja, gut. Du musst ein Hexer sein. Oder guck nochmal nach, hast du es in einer anderen Repräsentation gelernt? Ich könnte auch noch die Komponente weglassen. Ist es eine plus 5. Nee, plus 7. Plus 7, Entschuldigung. Ja, plus 7 halbiert. Bist du in Magier? Ja, genau. 7 ZFP halbiert. Also plus 4. Musst du vor dem Zaubern ansagen. Ja. Verbuchen wir das unter Abel mir verdummen und das nehmen, okay? Ist die 7 halbiert? Ganz sicher? Ja, ich weiß nicht, ob wir das waren, aber wir hatten diese Diskussion. Das Einzige, was nicht spurmodet wird, also nicht halbiert wird, sind zentrale Varianten. Komponenten, aber die Gildenmagie hat keine zentrale Komponente. Okay, das wäre dann bei Hexen Bodenkontakt oder sowas. Exakt. Okay, genau. Oder bei Druiden das Metall. Okay, ja, er hat's gehört, er hat Meldung gemacht und die Ehrhaltengardisten gehen irgendwie auf alle Fälle in Stellung. Was auch immer dann gleich passieren wird, wir machen erstmal weiter mit Jalan. Willst du handeln? Ich möchte mich orientieren. Und deine Initiative steigt. Genau, das sind 3 Punkte. 1, 2, ready. Noch was? Eine Aktion hast du? Ich beobachte, also wenn du mir eine Sinnenschärfe oder so gestartest, um zu schauen, was die anderen machen, vor allem zu hören, wo andere kommen. Die gehen dahin, du kannst aus dem Süden noch welche heranhören. Ah, der weiße Hetzer ist ja dabei. Ach komm, lass mir den Crit.
Nee, das ist eine Sich-Verstecken-Probe. Jetzt überlegst du dir mal in der Zeit, wie du jetzt nicht dran bist, wie du die tierischen Gerüche von dir wegkriegst. Du riechst nach Mensch, nach Schweiß, nach Eisbär auch ein bisschen, nach Wasser, nach... Du kannst dir mal überlegen, was ich da für eine Probe von dir kriege, und ansonsten gibst du Hackengas. Iserun, 18. Du hast die gehobenen Befehle. Ich freue mich natürlich über meine magischen Kollegen. Der Grund, warum du sagtest, nicht zaubert, war ein anderer, aber er hat es wieder versaut. Ja, wie gesagt, also ich bin ja im Begriff, die Stiege hochzugehen, oder bin sie schon hochgegangen? Und dann, ja, Rachim kommt mir eigentlich nach, oder wie, oder was? Ich wollte mich eigentlich noch orientieren und dann was machen. Aber ich kann ja auch hinterher. Aber du weißt es nicht. Er hat eine höhere Nied, du weißt nicht, was er tut. Ja, aber ich habe letzte Runde ja nicht gehandelt. Ja, richtig. Ja, ist ja auch egal. Also, wie gesagt, ich möchte halt gerne auf dieses Halbstockwerk hingehen und von dort einen Überblick verschaffen, wo denn jetzt die ganzen Wachen sind. Also, da sind ja ein paar offene Fenster und da möchte ich rauslugen. Ja, du siehst auf alle Fälle die im Norden von dir, zwei Jagdgardisten, die jetzt herangerufen werden, und den weißen Hetzer, der da gerade noch an dem Holzstückchen schnüffelt, das du geworfen hattest. Die kommen gleich, das kannst du auf alle Fälle erkennen. Die werden gleich in Richtung unterwegs sein. Genau, und was mich natürlich auch interessiert, ob Jala noch in seinem Versteck ist, weil den werde ich dort ja nicht mehr sehen. Nee, also er ist nicht auf da drin, er ist irgendwie über die Mauer, aber wo er jetzt ist, keine Ahnung. Wir suchen ihn. Alles klar, ja, wie gesagt, also ich werde mich in diesem Halbstockwerk aufhalten und möglichst leise sein und spähen, wo die halt hingehen. Ja, wir diskutieren jetzt hier gerade, murmelt mit geschlossenen Augen die Formel. Das ist ja die Differenz zwischen dem, was dieser Formeltext sagt, und dem, was deine Repräsentation sagt, weil deine Repräsentation sagt deutliches Sprechen. Es geht nicht laut, aber es geht um deutliches Sprechen. Der Probe ist doch egal, die haben doch so gut gewürfelt. Das ist eine richtig gute Probe. Und jetzt sind die in der Alarmbereitschaft. Gut, dann gestehe ich Rafim vorher nochmal bitte eine Orientierung zu, dann kannst du dich auf Maximale setzen, dann hat es mich letztes Mal nicht gehandelt. Und wenn du willst, kannst du auch neben Isorun dann auf der... Ja, ich würde nochmal Abemir zu Attacki. Keine Ahnung, wie heißt das denn? Ich würde ihm auf Attack auf jeden Fall mitteilen, geh nach oben, dann Kiaras mit mir mitschleifen, ihm dabei Mira in die Hand drücken, weil wenn er schon schweigt, kann er wenigstens tragen. Mhm. Und dann folgen wir dieser Runde nach oben. Gut. Also das Einzige, was ich mir jetzt, also was mir zu dem Zauber noch einfällt, ich weiß jetzt nicht, wer von den Gardisten das gehört hat, aber es ist vielleicht nicht unbedingt für jeden Laien als Zauber direkt zu erkennen, sondern vielleicht einfach nur als irgendwer, der rumquatscht. Dann war die Meldung nicht irgendjemand zaubert, sondern also auf alle Fälle jemand ist hier und die sind jetzt auf der Suche nach irgendwas. Natürlich. Die Bewegung stören wird trotzdem gewürfelt und ist jetzt fertig. Rafim, willst du vorher noch irgendwas tun? Du kannst auch noch weiter handeln, ansonsten bist du jetzt oben und kannst die gleiche... Ja, geht die Stiege bis hier über das ganze Ding oder nur hier oben? Ja, vorne? Doch, genau. Iserun ist ja auch dann oben im zweiten Geschoss hier angekommen. Du siehst, wie jetzt die Knechte und Mägde neben dir wach werden, die ja total schockiert sind und auch ihre Hände heben nach dem Motto, wir haben nichts gemacht, töte uns nicht. Ja, die werden gewissentlich ignoriert. Dann wird Iserun angeschaut und ihr auf Attack... Scheißegal, ich sag es ihr einfach. Ich meine, die Mägde machen jetzt eh Lärm. Wir brechen durch das südliche Haus. Wir brechen da vorne raus. Wir schließen zu Jalan auf. Folge mir. Ja. Ich nicke dann. Freie Aktion. Gut, dann bin ich mit meinem Lord dran. Die Bewegung stören ist abgeschlossen. Er kann sich eine Aktion bewegen. Da geht er mal 8 Meter. Und er wird noch nicht mit einem weiteren Zauber anfangen, sondern auf Meldung warten. Die anderen Jagdgardisten gehen jetzt auch 1, 2 Stück und die anderen sprinten. Das sind auch wieder 18, hatte ich gesagt, ne? 10, bleiben sie hier stehen. Dann haben wir hier... Nee, sie sind keine Idioten. Sie haben irgendwas gesehen, sie laufen... 10...
um sich. Ich sag gerade, das sind keine Idioten und dann trennen sie sich. Ja, ich wollte sagen, ist das clever? Weil jetzt könnte ich pfeifen und dann so Metal Gear mäßig fucken. Nein, sowas gibt es hier. Das schaffst du in DSA aber nicht. Sie trennen sich, weil sie wollen halt wissen, wie es von hier aus weitergeht. Mhm. Dementsprechend in verschiedene Richtungen dann absichern. Ich weiß übrigens, was ich gegen den Hetzer tue. Die haben sich auch noch nicht bewegt. Die schleichen hier um den Baum und du siehst wohl, wie der Hetzer auf alle Fälle anschlägt und dich wittert. Nicht in dem Ding, aber hier deine Spur. Er wittert meine Spur, okay. Ja, dagegen kann ich mir nicht tun. Aber ich bin ja... zum einen würde ich mich ist fertig. Nächste Kampfrunde. 16 habe ich mir. Ich darf zur Freiheit, genau. Ich würde den folgen nach oben einfach. Also. Ja, du siehst, du hast den Zauber... du siehst, wie eine Wand vor dir entstehen ist. Ja, den Zauber lasse ich trotzdem stehen und renne trotzdem hinterher. Gut, dann durch deine eigene Wand durch. Genau. Ist den Raum gerade ein bisschen kleiner gemacht. Ich stiege hoch und siehst, vielleicht eine kleine Ablenkung. Ja. Okay. Weiß ich nicht. Ja, Isarun guckt dir gerade noch entgegen und will dann, glaube ich, auch losrennen. Isarun 18. Ja, richtig. Ich möchte den Leuten noch was sagen. Mhm. Ich glaube, das wird meine gesamte Aktion verbrauchen, weil das sind so viele Wörter. Naja, dann ist es halt so. Die Zwölf sind mit euch. Die Befreiung naht. Seid um Travias Willen still. Überzeugenprobe. Du merkst, wie jetzt gerade Lolgramot gegen Travia kämpft, gegen Verrat, Luke, vielleicht auch das eigene Leben zu schützen und die Gastfreundschaft, beziehungsweise auch diese Travia-heilige Etikette, die hier vorherrscht. Jetzt Punkte. Du hast auf alle Fälle sie zum Überlegen gebracht, du weißt nicht, wie lange das hält, aber du hast dir Zeit gekauft. Aber die steigt gerade neben dir hoch. Dann sind... die anderen dran. Es gibt eine weitere Aktion. Ich gern vorziehen. Warte kurz, ich werde ihn hier noch gerade mal... Mach die da oben ruhig, wenn ihr es fertig machen willst. Genau, so, der Lord bewegt sich einmal und wartet auf weitere Aktionen. Dann habe ich hier 1, 2, 18. Habe ich hier 1, 18. Die können dann durch zum Haus. Die Luft wird merklich enger und er bleibt an der Tür stehen und tritt die Tür ein, damit das seine Aktion auch durch. Also macht Sturmangriff gegen die Tür. Wird das unter euch einmal hölzern, knallen hören. Laute Schreie, die von unten kommen, Angstschreie. Dann zieht Jalan vor in seinen Busch. Eine Blackarazzia zu sein. Zum einen als Maßnahme direkt gegen den Hetzer. Als geschulter Jäger will ich mich mit Dreck und Laub einreiben, um meinen eigenen Geruch zu überdecken. Mhm. Dann einen meiner Gegenstände. Was gibst du mir da für eine Probe? Wildnisleben. Ich kann dir Wildnisleben geben, ich kann dir Fährten suchen geben, ich kann dir natürlich auch Pirschjagd geben, wenn du möchtest. Nee, Beta-Talente. Doch, dann gib sie mir. Wenn du sie eingetragen hast, dann hau rein. Ja. Hast du irgendein. Das ist gut genug. Junge, diese Probe. Was ist das? 19? Maximal 19, ich habe nur 10 Zettel. Das ist eine konträre Probe, du würfelst gegen den Hetzer. Ja, dann. Deswegen gebe ich dir auch die vollen 19. Der würfelt auch auf die 15, ne? Oder als zweite Maßnahme, denn Junge, der Hetzer mag sich ja von täuschen lassen, die Gardisten aber nicht. Möchte ich einen Gegenstand von mir, sagen wir mal meine wattierte Kappe, die habe ich ja getragen. Die Doppel-1 gilt immer noch, ne? Ja. Trotzdem stehen die dann am Ende von einem Busch und da verliert sich die Spur. Das Erste, was die machen, ist da reinzupieksen. Ich nehme meine vertierte Kappe, ziehe ich mir unterm Helm heraus und werfe die so nur so einen Meter oder zwei hier zu meiner Linken. Sagen wir etwa hier hin, damit sie noch außer Sichtweite der Jungs ist. Dann geht der Hetzer nämlich darauf jetzt. Dann stehen die davor, ja, die hat er verloren, der muss hier langgelaufen sein. Dann verliert sich meine Spur auf der Straße und nicht in dem Busch. Ja. Weil, wie gesagt, wenn der Hetzer vor dem Busch stehen bleibt, was bringt mir das? Möchtest du eine Klugheit würfeln? Würfel eine Klugheit. Okay. Gelungen? Nee, nicht gelungen. Du hältst das für eine gute Idee. Du wirfst deine Kappe. Ich werfe sie ja nicht. Ich schiebe sie da so 2 Meter raus. So, okay, du schiebst sie raus. Mhm. Ist jetzt kein hier 3 Punkte? Ist ja auch nur eine Kappe aus Wolle. Nee, ich hatte jetzt nämlich gerade überlegt, weil direkt hinter dir stehen ja auch noch welche. Die sind halt genauso dein Problem. Dann bekommst du nämlich von 4 Seiten dann Dolche in deinen Rücken beziehungsweise in die Seite. Ja, die gucken gerade nicht zu mir, die hören auch nicht, wie eine Wollkappe. Es ist jetzt nicht, als würde ich meinen Helm dahin werfen. Ja,
es war die Kappa, du hast schon recht. Ja, damit verliere ich aber einen Punkt Rüstung am Kopf. Das wird mich bestimmt noch irgendwann teuer zu stehen kommen. Der hätte es definitiv hätte aufgenommen. Ich umgreife da nochmal fest. Ich habe gerade eben, war ich noch im Maraskamäuse. Er hat was! Du siehst, wie deine Kappe zerfetzt wird, zerrissen in den Lefzen von zwei Hunden, die sich da wohl darum streiten, und dann wird sie in der Mitte dann Staub aufgelöst. So, nächste Kampf. Oder hatte Rafim schon? Rafim hatte nicht vorgezogen. 24. Ja, habe ich meine Waffe schon in der Hand? Klar, hattest du. Bohrensichel. Okay. Wie stabil sieht das Dach vor mir aus? Also so... Also du kannst da sicherlich durchbrechen. Da springst du einmal gegen... Was heißt Körperkraft? Ist eine Körperbeherrschungsprobe. Ne? Einmal irgendwie die Oberarme gegen dein Gesicht, und dann springst du da durch. Dann kracht es einmal laut, Holz spricht und splittert. Und dann springst du ja, durch das Dach durch. Ja. Also ich möchte halt auf dem Dach dann noch stehen bleiben. Ich möchte nicht direkt jetzt auf mich auf die Fresse legen da unten. Körperbeherrschungsprobe plus 10. Plus 10? Ich kann das Dach hier einfach öffnen. Ich hab ja zwei Aktionen. Ich mach erstmal das Dach einfach auf. Gut. Ja, nee, das passt. Also wenn du... Ich dachte, du wolltest jetzt durch das durchspringen. Nee, klar. Nee, ich mach das Dach auf. Machst und du auf? Dann kann ich doch rausgehen. Also muss da jetzt muss kein Jump-Move sein. Okay. Ich wollte, also das wäre sonst auch laut ohne Ende, ne? Dann würdest du dir im Süden natürlich auch wieder anlocken, aber... Gut. Fenster auf, krabbelt raus. Nächste Kampfrunde, Abelmir. Ich würde ihm vorsichtig folgen. Bist du schon da? Nee, du stehst gerade neben Isarun. Ah, okay, dann stehe ich da. Du stehst neben Isarun und musst jetzt erstmal von Isarun darüber laufen, seine Aktionposition. Ja, genau. Dann kannst du dich mit der nächsten Aktionposition, kannst dich dann, also jetzt stehst du draußen, genau. Isarun. Ja, ich möchte zu den anderen aufschließen. Ja, Aktionposition, und kannst dann auch hinter Abelmir dann raus, beziehungsweise kannst du ja vorziehen und dann vor ihm raus. Ja, ich würde vielleicht erstmal auf die Straße spähen, ob da irgendwas zu sehen ist. Ja, lautes Rufen, ein weißer Hetzer, Sinnschärfeprobe. Könnt ihr sowieso alle mal würfeln. Es ist dunkel, plus 8. Kannst du nochmal? Okay. Beinhaltet alle mal. Plus 4 wegen Mondlicht. Ja, Rafim, du siehst, wie der Kopf von Jalan gerade von weißen Hetzern zerrissen und zerbissen wird. Du siehst wohl noch, wie die Kappe gerade so ein bisschen in der Luft fliegt und die knurren und... Er hat ihn! Oder er hat was? Die Jalan rufen, und ja, wie gesagt, der Kopf von Jalan ist zerfetzt. Du siehst kein Blut. Keine Ahnung, haben sie das leer gelutscht oder so? Darum hat nur plus 4 eingetragen. Ja, es ist halt... Hast du doch gesagt? Ja, habe ich gesagt. Wie gesagt, sie haben definitiv... Irgendwas haben sie in den Fängen. Das Rufen habt ihr auch alle gehört. Ihr wisst nicht genau, was da zerfetzt wird, aber Rafim, ihr könnt ihn so ein bisschen murmeln hören, dass Rafim da... Ja. Traurig um den Mann, aber er hatte mich heute auch einen fetten Elefanten genannt. Ja. So. Isarun hat er gewürfelt. Dann ziehen die anderen vor. 1, 2, 3 hier rein. Fangen mit der Untersuchung an. Beziehungsweise poltern rein. Hier wurde gerade die Tür eingetreten. Ihr könnt, ja, gurgeln hören. Sprudeln, gurgeln. Irgendjemand stirbt, ein Frauenschrei. Der Schrei eines Mannes bricht gerade ab. Oh, das kann ich mir nicht anhören. Die meisten Hetzer laufen auch. Beziehungsweise die teilen sich auf. Gehen dahin und hierhin. Folgt dem anderen. Und dann sind die durch. Jalan 21. Neben dir liegt dein abgerissener Kopf. Ich halte meinen Atem an und warte darauf, dass sie die vermeintliche Spur verfolgen.